Willkommen zurück, eine neue Folge XCOM 2 und wir haben einen Beutezug vor uns. Wir wollen unsere Vorräte aufstocken und können hier den Admin-Truppen einiges hoffentlich bieten. Mit einer neuen Säuregranate sind wir ausgestattet. Es sind wieder alle fit. Ich hoffe, das bleibt dann auch so. Wir haben ein Imitationsgerät. Medikit ist mit dabei. Ein paar Granaten. Wir gehen mit zwei Grenadieren, zwei Rangern rein in das Geschäft und mal gucken, wie weit wir kommen. Sky Ranger eingeführt. Wir sind da. Alles läuft nach Plan. Okay. Dann schauen wir doch mal. Ja, wichtig wäre dann, wenn wir die Mission hier erfolgreich haben, dass wir uns die Vorräte zusichern, den Kontakt herstellen und die nächste Einrichtung angreifen, um die Timer von Edwin wieder nach unten zu kriegen. Aber jetzt geht es erstmal um Frostiger Herr, ist die Operation. Der Beutezug. Mal sehen, wie wir zurechtkommen. Menes 1-5, Koordinaten des Adventzugs sind eingegeben. Okay. Aufrücken zum Sichern, alle Feinde ausschalten. Okay. Los geht's. Wir starten mit der Dame ganz vorn. Rücke aus. Hier patrouillieren Feinde. Ah ja, da geht's los. Was haben wir denn hier Feines? Drei Fußtruppen. Position bestätigt. Wir rücken erstmal alle so ein bisschen vor. Noch sind wir ja im Verborgenen. Schon unterwegs. Ja, toll, so viel Deckung gibt es hier gar nicht. Das ist ein bisschen Mist. Gut, dann gehst du hier hin. Du gehst da hin. Und dann haben wir dich noch hier als letzte. Ah, hier vorne ist noch was. Sehr schön. Schon unterwegs. Gut, der Rest macht Feuerschutz. Und dann schauen wir doch mal, was die jetzt hier machen. Aha, die gehen nach links. Die werden sich jetzt bestimmt in das Haus hier verkriechen. Okay, wer eröffnet? Ich würde... Du siehst gar nichts, okay. Das ist natürlich ganz Mist. 91%. Du siehst auch nichts. 94%. Macht aber halt nur 4 bis 7 Damage. 6 bis 8 Schaden. 0% Crit Chance. Haben wir irgendeinen, der die Möglichkeit besitzt, einen zu One-Shotten? 100% Crit Chance. Dann probieren wir das doch mal. Vielleicht schafft es sogar. Ja, perfekt. 13 Schaden. Genau so. Deckung ist aufgeflogen. So, wo geht ihr hin? Nach vorn. Umso besser. Umso besser. Du siehst immer noch nichts? 74. Okay. Du stellst dich mal hier daneben. Schön flankieren. 95%. Schön in die Magengrube. Den habe ich ganz sicher erwischt. So. Du stellst dich mal hier hin.
Aha. Nicht gekrittet. So, du könntest eigentlich Kills gebrauchen. Ich will aber noch nicht so weit dann übergehen, nicht, dass ich was trigger. Geh mal hier hin. 62%. Hat gepasst. Feindliches Ziel erledigt. Zielobjekte lokalisiert. So, du gehst hier dahinter. Was haben wir denn hier Feines? Fortschrittlicher Schaft, Automatiklader, Geschwindigkeit und Zielfernrohr. Der hatte ziemlich viel. Ich glaube, das ist das Paket. So. Da wir jetzt hier aber noch nicht so richtig... Also ich will jetzt hier nichts triggern, ne? Deswegen werden wir jetzt hier komplett Feuerschutz machen. Haben wir jetzt noch jemanden, der verborgen ist? Nein. Das heißt, du wirst dich in Verborgenheit wieder begeben. Und schaust mal, was hier so abgeht. Da zum Beispiel. Okay, da scheint erstmal nichts zu sein. Das heißt, wir rücken hier stückweise nach rechts vor. Bin dabei. Ich will noch nicht nach oben gehen mit ihr. Was ist da drüben? Erstmal stückweise vorrücken. Wir haben Zeit bei dieser Mission, ne? Wir müssen hier überhaupt nichts überstürzen. Sondern es ist haufenmäßig Zeit. So. Ich würde sagen, wir stellen unsere Sniperin hier mal hin. Los geht's. Okay. Du gehst hier nach vorn. Aha. Sie mögen das Aussehen verfeinert haben, aber diese Monster sind nicht besser als jene, die mein Vater schon kannte. Okay, hier müssen wir uns intelligent aufstellen. Du bleibst hier stehen, du bleibst hier stehen. Stellst dich noch dahin. Okay. Ja, du bleibst auch hier vorn. Das passt erstmal. Ich möchte nicht beide Gruppen triggern. Okay, die kommen jetzt näher. Schade. Das wäre gut, wenn der ihn gleich hätte getroffen. Nicht mal knapp. Ja, dafür hat er ihn jetzt getroffen. Der ist umgefallen und ist trotzdem stehen geblieben. Ah, schade. Aber hat jetzt höhere Treffsicherheit. Trotzdem daneben. Okay. Der Vorteil ist jetzt gerade... Die zweite Gruppe ist noch nicht getriggert worden, obwohl wir die sehen. Das soll auch erstmal so bleiben, deswegen schießt du den über den Haufen. Perfekt. Okay, einen
habe ich erwischt. So, und dann machen wir wieder Feuerschutz. Das hat nämlich super funktioniert gerade. Okay. Das ist hier ein bisschen komisch. Gut, die Frage ist, wie weit kann ich mit meiner Sniperin vor, ohne die zu triggern, ne? Oder mit anderen Einheiten. Wir gehen mal hier hin. Aha, das ist noch nicht genug. Kein Problem. Und los geht's. Jetzt kommt die Musik. Okay, damit haben wir die getriggert. So. Du gehst hier hin. Ja, wir haben jetzt einen neuen Gegnertyp wieder und das sind hier diese, wie nennen die sich? Archons. Die sehen sehr bedrohlich aus. Allerdings ist es so bei den Archons, dass die, gerade wenn sie volles Leben haben und vielleicht noch sehen, dass hier so ein Knubbel ist, dass die meistens gerne aufsteigen in die Luft und Feuerfedern einsetzen. Damit eine Runde quasi, ja, verbrauchen, ohne dass sie einen großen Nutzen haben. Deswegen würde ich jetzt mal versuchen, zuerst die Mutons zu erledigen. Sehr schöner Schuss. 8 Damage, direkt gekillt. Du kannst jetzt... ja, erstmal abwarten, ob wir hier nach vorne gehen. Das weiß ich noch nicht. Du machst mal die Splittergranate. Wie viel sehen wir denn von dem? Wir sehen immer nur von dem was hier, ne? Säuregranate würde ich mir gerne noch aufheben. Oder hat die einen höheren Radius? Nee. Und die macht auch nicht so viel Zeugs kaputt. Okay. Dann die Splittergranate, um hier seine Deckung zu zerschießen. Wir aber nur seine Deckung zerschießen. Werfe Granate! Sehr gut. So, ja, der kann den noch nicht killen so richtig. Der kann ihn killen, okay. Perfekt. Das war natürlich die, die in Verstohlenheit war. War vielleicht doch nicht so perfekt. Gut, wie viel haben wir denn jetzt noch zur Verfügung? 1, 2, 3, noch 3. Kriegen wir da die 18 Schaden, ist die Frage. Die hat das Holo-Zielen schon, ne? Das heißt, sie müsste als erstes angreifen. Aber ich kann mit ihr auch nicht weiter vor. Das heißt, es muss halt irgendwie funktionieren. Schauen wir mal. Hat funktioniert. 9 Damage, das war sogar sehr gut. Und vergiftet. So, damit würde sie jetzt mit 85 Damage Prozent treffen. Sie mit 79. Probieren wir mal. Natürlich daneben. Oh, 95%.
Es kann nicht wahr sein. 95% Mädel. Also beim besten Willen. Das ist ja nun wirklich Bullshit. Meine Munition ist leer. Ja, du kannst halt nur noch Pistolenfeuerschutz machen. Also 95% ist echt lächerlich. Ja, das macht halt nur 3 Damage. Das Problem ist, jetzt wird sie halt doch Schaden bekommen. Also ich hätte nie gedacht, dass 95% halt, boah, 9 Damage haut der raus. Dass 95% daneben geht, also das ist echt lächerlich. Los, heilen. Das war komplett unnötiger Schaden, den du hier zugelassen hast. So, kostenlos nachladen. Und dann machst du gleich nochmal eine Kremlin-Heilung. Ja, der Schaden war unnötig. Also wenn die Archons schon gedamaged sind, greifen sie halt normal an, weil sie dann das mit den Feuerfedern sagen, ja, könnte ich ja sterben, bis ich die durchkrieg. Deswegen hätte er eigentlich sterben müssen. Und ja, 95% ist halt lächerlich, wenn das nicht durchgeht, ne? Okay. Ihr ladet jetzt alle nach, weil es kommt noch eine Gruppe. Alles im grünen Bereich. Nachgeladen. Ist es gehst mal ein Stück vor. So, wir haben jetzt keinen Scout mehr. Das heißt, das muss jetzt so funktionieren. Waffe geladen. Okay. Scanne Gebiet. Ja, das ist sehr ärgerlich, dass die jetzt getroffen wurde. Du kannst kostenlos nachladen, das ist gut. So, dann werden wir uns jetzt sicher mal entlang des Zuges nach vorn begeben. Geht in Ordnung. Okay, bin unterwegs. Wenn es sein muss. Stück für Stück. So. Und wieder Feuerschutz. Gut. Dann rücken wir das nächste Stück nach vorn. Wenn es sein muss. Ah, da sind die nächsten. Okay. So. Wie vorhin schon, die Mutons sind die größte Gefahr. Können wir hier was mit einer Pistole erwischen? Nur den Codex, okay. Okay. Die ist schon gelaufen, ne? Genau. Die könnte jetzt die Säuregranate abfeuern und die beiden treffen. Das ist gut. Sehr schön. So. Könntest den Codex anchippen. Da warte ich aber lieber nochmal. Wo gehen wir jetzt am besten hin, ist die Frage. Sturm und Schuss können wir aktivieren.
und gehen hier hin. Ah, jetzt ist da noch so ein dämliches Teil. Okay. So, ich hoffe für dich, dass du die jetzt erledigst. Perfekt. Damit hast du nämlich die Möglichkeit, dich wieder zurückzuziehen. Beziehungsweise bist du sogar schon unantastbar. Das können wir erstmal so stehen lassen. Du kannst eh nicht mehr viel machen, außer versuchen, den über den Haufen zu schießen. Und das hat funktioniert. Den habe ich ganz sicher erwischt. So, und dann probier mal 90%. Perfekt. Zufrieden. Ja, und das war's schon. Das Geschütz müssen wir nämlich gar nicht ausschalten. Okay, leider einen Verwundeten unter unserer Top-Schurken. Lässt sich halt leider nicht ändern. Ah, die wird jetzt im Kriegszentrum hoffentlich schnell wieder fit gemacht. Wir konnten einiges als Beute mitnehmen. Werden uns jetzt gleich mal angucken, wie wir unsere Waffenverbesserung am besten platzieren können. Jetzt, wo wir sie immer austauschen können, ist das nämlich ziemlich gut. So. Gibt es noch eine Beförderung? Irgendwo. Unsere Grenadierin dürfte jetzt nicht mehr erschüttert sein. Das ist nämlich auch gut. Beeindruckende Leistung, Commander. Nee, leider nicht. Oh, 18 Tage ist viel. Gut, fortschrittlicher Schaft. Mobilität. Zielfernrohr. Das passt. Ja, der Willen ist wieder erhöht. Wir haben 200 Vorräte. Gut, wir brauchen einen Ingenieur hier raus. Das wird jetzt erstmal auf Pause gelegt. Das ist nicht so wichtig. Hier ins Kriegszentrum rein mit dir. So, damit dürfte bei ihr das jetzt nur noch 9 Tage sein. Genau. So, und jetzt... Mobilität braucht sie nicht, aber Waffenverbesserung. Da hat sie schon das fortschrittliche Zielfernrohr, das können wir auch erstmal so lassen. Und eine Magazinerweiterung. Das ist, denke ich, auch sinnvoll. Was anderes können wir hier erstmal nicht machen. Okay, das heißt, bei ihr passt das soweit. Jetzt haben wir bei ihr, was hat sie? Ausweichen. Ja, das können wir erstmal lassen. Ausweichen ist gar nicht so schlecht. Bei der Waffenverbesserung. Da die immer mal daneben schießt, gebe ich ihr jetzt das Zielfernrohr. Und den Nachlader, ja, den kann sie erstmal behalten. Obwohl ich sagen muss, hier wäre mir ein Mehrlader am liebsten bei Spezialisten. Die machen nicht ganz so viel Schaden, aber sie hat dann halt eine Sofort-Kill-Chance. Gut. Unsere Schurken hier, die hat schon plus 1 Mobilität, das ist gut. Bei den Waffenverbesserungen, da hat die Bonusaktion, nee, sie soll bitteschön das Laservisier haben, mehr Crit-Chance, das ist wichtig. Und eine Bonusaktion ist eigentlich auch nicht schlecht. Können wir so lassen. Gut, dann haben wir unsere Grenadierin. Die hat plus 1 TP, das ist in Ordnung. Und sie bräuchte eigentlich was, was ihre Zielgenauigkeit verbessert. Haben wir jetzt leider nicht mehr, ne? Haben kein Zielfernrohr, okay. Aber sie kann den fortschrittlichen Schaft bekommen. Und das kostenlose Nachladen ist in Ordnung.
Ja, das passt soweit. Wenn sie daneben haut, sind es zumindest noch zwei Schaden. Okay. Dann unsere zweite Rangerin. Die hat das überragende Laservisier. Und dann soll sie noch am besten, wenn wir ihr noch einen Stecher geben für eine Bonusaktion oder halt was zum Nachladen. Ah. Nee, komm, wir geben den Stecher für die Bonusaktion. Okay, achso, was hatte sie hier? Die hatte Ausweichen, überragende Beweglichkeit. Hier wäre bei. Das Ausweichen hat ja jetzt auch nicht geholfen gehabt. Hier wäre mir das lieber, die Mobilität, dass die besser scouten können. Dann haben wir unsere zweite Spezialistin. Die hat das Zielfernrohr und Mehrlader. Das passt eigentlich soweit. Grenadierin, die hat noch keine Kampfsimulation. Der können wir das Ausweichen mal geben. Die hat eine Magazinerweiterung. Und wir haben noch kein Zielfernrohr, deswegen würde ich das mit den Fehlschüssen mal machen. Passt. Ranger. Sie hat das normale Laservisier, da haben wir ein fortschrittliches und Fehlschüsse, Nachladen, Magazinerweiterung. Da machen wir die Fehlschüsse. Und dann haben wir hier ganz unten noch unsere zweite Scharfschützin. Die hat bisher nur ein Schaft dabei. Die könnte eigentlich noch eine Magazinerweiterung gebrauchen. Gut, dann haben wir erstmal alles das gemacht, was wir als Möglichkeit hier dastehen haben. 200 Vorräte. Was machen wir da? Im Testbereich ist nichts los. Eine Plasmagranate kostet 75 Vorräte. Die sind aber halt richtig gut, diese Plasmagranaten. Wir werden mal eine herstellen. Interessante Wahl. Ich melde mich, sobald wir fertig sind. Und dann stellen wir auch zusätzlich noch ein Imitationsgerät her. Würde gern zwei pro Kampf mitnehmen. Okay. EMP-Granate. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Da wir noch Wir nicht haben so die viele Möglichkeit, mechanische den Antrieb Einheiten leicht nach haben. vorne zu kippen, wenn der Energiekern aktiv ist, ohne dass der Antrieb läuft. Zuerst hielten wir das für ein Problem mit den Stabilisatoren, aber Okay. jetzt. Informationen. Ne, wir müssen zuerst diese Vorräte uns Ranger schnappen. berechnet neuen Dann Kurs. die Vorräte und dann den Kontakt herstellen. Commander. Ah, Mann, Wir haben das ihn erfasst. Wir Abfangmanöver müssen wollte ich jetzt außen eigentlich einreißen, wie lange verhindern. liegt er? Was sind zwei UFOs, WTF? Wir sind Aber in habt ihr Sicherheit, gut Commander. Keine hingekriegt. Zeichen mehr vom UFO, das uns verfolgt. Hat Kurz. halt nur Haufen Zeit gekostet, das ist das Problem. Okay. So, Strategische die Ressourcen. Vorräte haben wir. Jetzt geht's zu den Ranger berechnet Vorräten. neuen Kurs. Ich hoffe, Sie Okay. finden die Ergebnisse genauso Neues Projekt. faszinierend wie ich. Komm ab. Wir gehen Jetzt zu geht's zu Professor den Tuck besten und Waffen. herausfinden, dass wir Energiewaffen wie ihre haben. Jawoll. Du musst aufpassen, dass du nicht das Schiff gleich auseinander nimmst.
Okay, wir haben bei den ersten Tests der Alien-Plasma-Gewehre, die wir im Einsatz bergen konnten, die Testeinheit mehrmals fast auf tragische Weise verloren, als wir simple Feuerabläufe durchführten. Nach einer kompletten Zerlegung und Analyse gehen wir davon aus, dass es bei der Waffe nur einen sehr engen Spielraum zwischen idealer Energieverteilung und totalem Systemausfall gibt. Selbst kleinste Mikrorisse an einer der nur schwach abgeschirmten Komponenten des Verteilsystems können im Einsatz zu einem dramatischen Stabilitätsverlust führen und die Überlebenschancen des Schützen minimieren. Es sieht ganz so aus, dass das Wohlergehen der eigenen Truppen bei der Entwicklung der Waffe keine Rolle spielte, da der Fehler zweifellos bei den Tests bemerkt wurde. Auf jeden Fall werde ich bei unseren Entwürfen entsprechende Veränderungen vornehmen, damit es um der Sicherheit unserer Truppen willen keine solchen Schwachstellen mehr gibt. Es klingt ja nicht so toll. Okay, eine Strahlenpistole, das wäre für unsere Sniperin. Und das Plasmagewehr, das ist für die Spezialisten, glaube ich, und Ranger gedacht. Wir werden zuerst mal die Alien-Verschlüsselung hier erforschen, bevor wir die weiteren Waffen nehmen, weil wir eh nicht so viele Vorräte haben. Mal gucken, ob wir hier irgendwas schon herstellen können. Ich hatte es mir gedacht, 250. Aber wir sind gerade dabei, Vorräte zu kollektivieren. Sehr schön. So, dann geht's hier. Was haben wir hier? Ersatzteile. Ah, die Kosten sind reduziert. Und was haben wir hier? Schnell angezogen. Rüstungs- und Weste werden sofort. Ah, dann will ich zuerst nach Neubrasilien. Setze Kurs auf Brasilien. Wir werden erst in Südamerika versuchen, das hinzukriegen. Also beide Kontakte. Und dann eben ein Funkrelais. Jetzt will ich aber zunächst erstmal Commander? direkt die neue Waffe uns kaufen. Und zwar hier. Ah, und die Pistole können wir auch gleich noch kaufen. Jetzt sind wir wieder blank, aber wir haben neue Waffen. Und das hilft uns natürlich ungemein. So, sie ist noch 4 Tage verwundet. So, sie als Scharfschützin hat jetzt die neue Pistole. Wenn wir uns das angucken, 3 bis 6 Schaden. Vorher hatten wir 3 bis 4. Und unsere Spezialisten haben eine neue Waffe. Das Teil macht jetzt 7 bis 9 anstatt 5 bis 7 Schaden. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ich glaube, die Ranger, nee, die haben noch ihre alte Waffe, okay. Und der Rest auch. Das müssen wir dann noch erforschen. 4 Tage. Schaffen wir die 4 Tage noch bis zum nächsten Einsatz? Das wäre super. Jetzt gibt es erstmal die Plasmagranate. Als nächstes werden wir nochmal. Wie viele Kerne haben wir noch? 4 Stück. Ja, komm, wir machen experimentelle Munition. Und die Plasmagranate können wir dann gleich einem Grenadier noch mitgeben, wenn die nächste Mission dann ansteht. Schade, jetzt kommt der Guerilla-Einsatz. Okay. Den müssen wir natürlich machen. Wir haben hier einmal Hacken in den Widerstandscomputer. Da verhindern wir einen Block am Fortschrittsbalken. Das müssen wir wahrscheinlich definitiv machen, schätze ich mal. Hier wäre ein verstecktes Ereignis mit einem Wissenschaftler. Und hier kriegen wir Vorräte und die Kontaktkostenerhöhung können wir verringern. Ja, wir müssen das mit dem Punkt machen, weil der Punkt halt sonst zu krass ist. Das heißt, da geht's dann hin. Okay, wie sieht dann unser Team hier aus? Wir haben nämlich jetzt hier überall die Plasmagranaten drin stehen. Das ist schon mal sehr gut. Ein Ranger, sie ist die zweite Rangerin. Ihr geben wir natürlich das Imitationsgerät und sie wird eh nicht mit Granaten werfen. Deswegen nehmen wir hier. Welche Geschosse? Giftgeschosse. So.
Und wer nimmt das zweite Imitationsgerät? An sich macht es keinen großartigen Sinn. Jetzt will ich hier nochmal gucken. Die Säuregranate macht 3 bis 4 Schaden, zerfetzt 2 Rüstungen. Und die Plasmagranate macht 4 bis 5 Schaden, zerfetzt auch 2 Rüstungen. Das heißt, die Säuregranate ist schon mal schlechter, auch wenn sie diesen Debuff noch mit hinterlässt, dass der Gegner Schaden bekommt. Aber wir wollen ja gar nicht zum Einsatz lassen. Das heißt, wir nehmen die Plasmagranaten hier immer mit. Imitationsgerät 2 wäre wahrscheinlich sinnvoll auf unserer zweiten Ranger-Einheit. Weil Sniper steht eh immer ganz hinten. Können wir der eigentlich noch was anderes geben? Nee. Von daher haben wir jetzt hier das eigentlich ganz gut austariert. Die Frage wäre jetzt hier mit den Geschützen. Ja, derzeit noch Gift, weil wir meistens organische Ziele haben und da wollen wir den garantierten Giftschaden haben. Okay, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir den Guerilla-Einsatz uns vornehmen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.